Hallo ihr und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Projekts, in dem ich alle möglichen Items in Minecraft erfarmen werde. Und ich bin hier gerade in meinem neuen Haus, deswegen kann ich gerade nicht zeigen, welche Items ich schon alle erfarmt habe, weil ich ja bisher nur das Haus gebaut habe. Gerade eben habe ich es schon ein bisschen angeschnitten. Ich habe das Haus hier beim letzten Mal gebaut und konnte gleichzeitig noch die coole Netherite-Rüstung farmen und dann halt noch zwei extra Tools, die man halt in Minecraft sehr häufig brauchen wird. Beim letzten Mal habe ich ja noch keine neuen Items gefarmt, weil ich ja zuerst die Vorbereitung treffen wollte, damit ich halt die Items schneller farmen kann. Und heute werde ich dann halt hier anfangen mit dem Kamesinäzel. Ich glaube sogar, um das überhaupt abzubauen, brauche ich sogar eine Behutsamkeitsspitzhacke. Die muss ich halt erstmal finden und dann benutze ich die halt dafür, um dann halt dieses Zeugs abzubauen. Sieht aber echt schlecht aus. Muss ich mir dann wohl eine neue Behutsamkeitsspitzhacke machen? Gut, ich hoffe, das geht mit Level 18. Okay, hier kriege ich Effizienz, hier kriege ich auch Effizienz. Oh Mann, es fängt halt wieder an, dass ich hier die ganze Zeit mich tot verzaubern muss, um eine Verzauberung zu bekommen, die eigentlich leicht zu kriegen ist. Okay, Level 30. Okay, es geht in die richtige Richtung. Level 16. Level 14. Okay, so kann man es runterhandeln. Warum ist der Block halb kaputt? Interessant, hatte ich auch noch nie gesehen, dass einfach ein Block so halb kaputt ist. Wenigstens habe ich jetzt meine Behutsamkeitsspitzhacke wieder, auch wenn ich eigentlich eine hatte. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ist einfach abgehauen, keine Ahnung, hatte keine Lust mehr auf mich, kann ich verstehen. Dann geht's ab in den Nether. Ach, ich habe schon so ein, Crimson? Nee, ist es Crimson? Ja, es ist Crimson Forest. Okay, da habe ich schon mal das erste Biom gefunden. Ging schneller als erwartet. Dementsprechend bräuchte die Spitzhacke mit Behutsamkeit und Krieg Kamesinäzel. Hört sich immer noch richtig bescheuert an das Wort. Aber ich möchte jetzt halt gerade erstmal hier den Holz abbauen. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich kann mich runterbauen. Und jetzt den Warped Forest finden. Oh, Netherfestung. Und hier ist auch ein Crimson Forest sofort. Sind das dann blaue Netherwarzenblöcke? Nö, hier war es ein Log, interessant. Seit wann tanzen die denn so rum, wenn die so einen Hoglin töten? Das habe ich ja noch nie gesehen. Hat mich gerade voll gewundert, wie die da auf einmal so komisch rumtanzen. Ab geht es nach Hause. Dann kann ich ja eigentlich schon damit anfangen, die ersten Items hier reinzuschmeißen. Und zwar Crimson Nilium und dann halt Wirnäzel. Holz habe ich ja auch ein wenig gefarmt. Oh nee, ich habe keinen Stack gefarmt von dem roten Holz. Muss ich nochmal zurückgehen? Nein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich mache das hier einfach nicht so, dass ich dann immer hier so mega viel Platz zwischen lasse. Weil es kann ja sein, wenn ich dann zum Beispiel in der 1.17 spielen werde, ist halt die Inventarsortierung nochmal komplett anders. Nethergolderz. Das habe ich natürlich jetzt übersehen. Dementsprechend muss ich nochmal den Nether. Wo ist denn hier dieses Goldzeugs? Ah, da. So, Goldblock. Okay, dann kann ich jetzt auch sofort hier dieses Holzzeugs reinschmeißen, die Holzstämme. Und jetzt brauche ich hier die ganzen entrindeten Teile. Das Holz, das muss ich entrinden. Und dann muss ich das im 2x2 Feld zu 3 normalen Schwarzeichenholz machen. Wenn ich das jetzt hier im 2x2 mache, das hier hinschmeiße und entrinde. Funktioniert. Okay, interessant. Ich bin so froh, dass ich hier die ganzen Holzarten noch angebaut habe vorher. So als wenn ich mich vorbereitet hätte, dass ich hier bald so richtig viel Holz brauche, obwohl ich es nicht getan habe. Dann muss ich jetzt 4 von denen... Ja, 4 von denen entrinden. Und zwar muss ich das dann wieder im 2x2 Feld reinschmeißen. Das muss ich im 2x2 Feld reinschmeißen. Ich muss das alles noch entrinden. So, entrindeter Baumstamm. Entrindeter Birkenbaumstamm kommt natürlich noch nicht. Oh, ich hatte die ganze Zeit entrindeten Fichtenzeugs. Egal, Birke. So, Tropenschrott. Akazienstamm. Schwarzeichenstamm. Das muss ich noch entrinden. Das habe ich jetzt, die beiden neuen Holzarten. Und jetzt das da. Da, entrindetes Fichtenholz, Birke, Tropen, Akazie. Warum habe ich nur eins davon? Ich muss doch 3 davon haben. Egal, ich weiß jetzt das einfach rein, damit ich ein bisschen klarkomme. So, 3 davon, 3 davon. So, jetzt das normale Holz. Jetzt Fichtenholz, Birkenholz, Trope, Akazien, Schwarzeiche, Kamesinhüfen und
Wir hüfen. So, jetzt brauche ich die Slaps hiervon. Bum bum. So, jetzt brauche ich Steinstufen. Steinstufen, Stufen, Steine. Da sind Steine. Hallo Steine. Ich muss euch mal zu Stufen machen, damit ich neue Items habe. Steinstufe. Versteinerte Eichenholzstufe. Kann man das bekommen? Ich hoffe es, dass man es nicht bekommen kann. Wahrscheinlich nur durch irgendeinen Bug oder so. Ich habe keine Ahnung. Deswegen wird es jetzt weitergehen mit Seelenerde. Ich muss ein Soul Sand Rally Biom finden. Vielleicht gehe ich auch mal in diese Richtung hier. Ich soll halt nur irgendwie einen Weg rausfinden. Ich glaube, das ist doch besser, wenn ich in die Richtung gehe. Aber ich möchte trotzdem mal gucken, was hier so ist. Grabe ich mich einfach mal hier ein bisschen durch. Basalt werde ich ja sowieso früher oder später brauchen. Hier zum Beispiel werde ich das ja schon brauchen. Nach der Seelenerde. Also es ist gut, wenn ich es mitnehme, da es Basalt zum allerersten Mal sinnvoll in meinem Leben. Magma Block, ja. Ah, ich glaube, ich habe sogar ein Soul Sand Rally gefunden. Ja, hier ist ein Soul Sand Rally. Heiß begehrte Reiseziele. Oh, ich habe schon das Achievement nach gefühlten 20 Minuten. Seelenerde. Jetzt brauche ich normales Basalt. Spannster Block aller Zeiten. Polierten Basalt. Noch spannender. Dann müsste ich doch eigentlich schon mit der ersten Seite komplett durch sein, oder? Nee, das hier ist neu. Rissige Netherziegel. Gemeißelte Netherziegel. Habe ich noch nie gesehen. So, dann muss ich jetzt mit den tollen 6 Netherziegeln, die ich hinten gefunden habe, einschmelzen. So, rissige Steinziegel. Und dann das da. Den gemeißelten habe ich einfach so gemacht mit Slabs, die man übereinander stapelt. Dann habe ich jetzt rissige Netherziegel und den gemeißelten Netherziegel. Na, ich bin wirklich schon mit der ersten Seite durch. Schneller als erwartet. Netherwarzenblock, den hatte ich schon. Aber den Wirwarzenblock, den hatte ich noch nicht. Aber den müsste ich ja hier irgendwo noch in der Kiste rumschwirren haben. Yep. Es kam, glaube ich, keine neue Farbe dazu. Deswegen muss ich jetzt hier diese ganzen komischen Korallenblöcke holen. Deswegen muss ich jetzt gerade erstmal so einen warmen Ozean finden, wo es halt diese ganzen Korallenriffe gibt. Dann laufe ich jetzt einfach mal in eine Richtung und hoffe darauf, dass ich so ein Korallenbiom finde unter Wasser. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Ozeanbiom. Ich habe ein Myzelbiom gefunden, obwohl ich nur einen warmen Ozean suchen wollte. Hallo, wie geht's dir so? Ich wollte euch gar nicht finden. Ocean, 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 Ocean. Lukewarm Ocean. Ja, da ist ein Korallenschrott. Ja, perfekt. So, wenn ich das jetzt abbaue, kriege ich dann diesen roten. Wenn ich das dann mit der Spitzhacke abbaue, kriege ich einen abgestorbenen Feuerkorallenblock. Das ist ein Hirnkorallending. Okay, dann habe ich das schon mal. So, das hier. Das gelbe. East. Geweihkoralle. So, das blaue habe ich jetzt. Was fehlt noch? Fehlt jetzt nur noch das lilane hier. Das müssten dann alle Korallenarten sein, die es gibt. Oh mein Gott, war das knapp. Ich wäre da fast in die Lava reingeflogen. Das war jetzt wieder spannend. So, dann kann ich jetzt hier diesen ganzen Korallenmist reinschmeißen. Den abgestorbenen Orgelkorallenblock. Hirnkoralle. Blasenkoralle. Feuerkoralle. Und Geweihkoralle. Orgelkoralle. Hirnkoralle. Blasenkoralle. Feuerkoralle. Und Geweihkoralle in Farbe. Da wurde mal die Sättigung ein bisschen hochgestellt. Ah ja, stimmt. Und den blauen Eis kann ich da auch noch reinschmeißen. Und als nächstes geht es dann halt weiter mit diesen ganzen Treppen und den ganzen Half-Slabs, weil in 1.12 gab es die noch nicht. Dann sage ich erstmal Tschüss, Leute, vom Video.